Boah, lang was her! Lang was her! Wie geht's euch? Alles klar? Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt eigentlich absolut nicht. Warum? Out, bitte. Warum out? Bitte. Soll ich nochmal reinkommen? Ja, okay. Bitte. Wir kommen nochmal rein. Ich komm jetzt rein! Nein, 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 ich hab grad Dings in meine Spucke rein. Also was machen wir jetzt? 10 Minuten lang Video, wie ich rein und raus komme? Oder wie machen wir das jetzt? Darf ich drinbleiben oder muss ich raus? Ich geh raus. Nein, nochmal. Okay. Ja, ich bin nicht mal drin. Ich bin nicht mal drin. Wie soll ich nochmal machen, wenn ich nicht mal drin bin? Geil ist das. Und Axio. Warte, stopp, geh. Okay, warte, ich mach das Video hinter der Kamera heute. Ihr kommt zu einem neuen Video. Geiles Video. Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen. Ah, sorry. Wie können Frauen mit so welchen Haaren chillen? Ich will den Tag so machen. Jeden Tag. Es gibt Haare dafür. Herzlich willkommen zu einem erneuten. Was da? Warum lachst du? Willkommen zu einem erneuten Video, ja? Englischstunde für. Was dein Spitzname ist? Ich bin Anfänger mehr, weil Englisch, sag ich euch ehrlich, da werde ich gewinnen heute. Okay. Das ist kein Problem. Interessant. Du schaust, ob du eigentlich gesundheitlich mithalten kannst. Schreibt in die Kommentare, welche Stunde wir machen sollen. Und wir werden das machen. Warum ich so lange Haare habe? Inflation ist so. Ich kann mir keine Frisur machen. Was gut wäre? Was war denn los? So. Okay, was ist gut? Was ist gut? Erzähl schnell. Geografie. Das ist cool. Okay, das ist cool. Geografie, wenn ihr Bock habt, das Like da. Hello, people. Hello, what's your name? I'm Mr. English Teacher. Minglinglings, what's up? So, wait. Wo du gesagt hast, I'm Mr. oder was weiß ich, wer du bist. Dein Nachname ist aber asiatisch. Oder ist es rumänisch? Ich bin Rumäner. Lass deinen Nachnamen ruhen. Du hast einen Rumäner gerade einen Chinesen gemacht. Hör auf mit der Scheiße. Fünf Vokabeln. Wir wollen langsam anfangen. Fünf englische Vokabeln. Was sind Vokabeln? Ja, jetzt haben wir schon ein Problem. Jetzt sind wir schon bei Deutsch. Vokabeln sind einfach Worte. Ja. Aber ich will es auf Deutsch und auf Englisch wissen. Ich will nicht, dass ihr einfach Englisch Wort schreibt und ihr wisst nicht, was auf Deutsch heißt. But I think the vocabulary is einfach nur buttons. Ah, Wörterbuch. This is bullshit what you're talking. Yes. Dann fangen wir links an. Kannst du stoppen, bitte? Kannst du kurz Stopp machen? Was ist los? Ich brauche ein Taschentuch. Du kannst jetzt nicht einfach in Schule sagen, stopp alle ganz ganz Unterricht, stopp! Ich brauche Taschentuch. In den Zimmer. Alle macht jetzt alle kurz, geht mal alle kurz Urlaub. Ich brauche ein Taschentuch. Das ist für eine scheiß Klasse. Car. Ja. Auto. Okay. Tree. Baum. Egg. Ei. Sitting. Sitzen. Running. Rennen. Du in der Mitte, ich will dich in der Mitte hören. Ja, auch. Oh, don't see my way. Digga, ich hab Lust mehr spielen mit dir. Warte. Good evening, guten Tag. Guten Abend. Deswegen wollte ich die deutsche Übersetzung. Was hast du geschrieben? Was hast du drin? Wie war das nächste? Left ist links. Nein. Das hier. Was ist das? Apple ist iPhone. Was? Apple. Ja. Das ist iPhone. Ja, Apple. Junge, wie kann man so dumm Apple sein? Apple ist Apfel. Ja, er ist doch Apfel. Ja, okay, er ist nur ein Apfel hinten drauf. Was soll man sagen? Aber wo ist das Apfel hinten drauf? Bei Apple, auf dem iPhone. Ich will von Englisch auf Deutsch übersetzen. Ich will mir. Wo ist denn das Apple-Zeichen drauf? Auf dem iPhone! Aber das ist doch nicht auf Deutsch iPhone, das ist Englisch. Aber du weißt, was ich meine! Ja, aber ist falsch. Apple ist iPhone! Falsch. Scheiße, richtig scheiße. Und Klaas ist klasse. Warte. Klaas. Der schreibt Klaas mit K. Ey, nur das zählt, was aus dem Mund rauskommt, zählt. Haus. Haus. Host. Haus. Ocean. Ozean. Sea. Meer. Ja, Sie ist mehr. Traurigerweise, ja. Language. Sprache. Und Nähe ist Nägel. Schau, wie du Language geschrieben hast. Nee. Language. Habe ich mir gemerkt. Language. Ich hab's nicht so. Schau, wie man es im Englischen durch. Der Lehrer, wie hast du Language? Okay, ich sag Morgen. Okay, du nochmal dein Wörter? Ja, das zählt ja nicht. Wer meist hat. Ja, nee, die Wörter sind schwerer, also würde ich sagen 2-1-0. Hä? Weil Language. Komm, das ist irre. Irre K-Eck. Was ist das? Sea. Jeder wird sagen See. Dass man 2 Punkte bekommt. Aber nochmal zurück zu iPhone. Ihr habt doch alle ein iPhone. Ja. Kennt ihr diese Handys von iCarly und so, die alle eine Birne hatten? Ja, Burn. Mann. Burn. Aber die gibt's nicht. Was heißt, diesen wenn es kaputt geht, wenn es ausgeht, das Handy burn out. Dann haben die ein Auto drauf. Ich kann kein Englisch. Liebe Englischklasse, wir machen jetzt was wir immer machen im Englischunterricht. Stopp. Und zwar. Stopp, ich muss husten. Tut
Stopp. Ich kann nicht immer stoppen, wenn du es willst. Ganz unter dich, stopp! Warte, Durchsage gerade, Sekretariat. Hallo, liebe Schüler, stopp! Alle, wo ihr seid, bleibt genauso, wie ihr seid, bis Marla hat was zu machen. Ihr könnt alle weitermachen, fortsetzen. Nein, das ist noch nicht fertig. Sorry, Fehlalarm. Bleibt alle, wo ihr seid. Ich kann nicht machen, ich muss mehr husten. Für Sommer, weil der Winter in Deutschland sehr kalt wird, haben ich und meine Familie uns schon vorbereitet. Und wir haben schon die Stifte eingewickelt. Damit unsere schönen Finger beim Schreiben, beim Ausfüllen von monatlichen Raten. Wer schreibt so? Warum? Warum? Wenn ich so schreibe und der Lehrer will was von mir. Fico. Der ist direkt da schon. Please list. Es kann nicht sein, dass ein Lehrer redet und die geht einfach. Kann nicht sein. Und du bist ein Lehrer und lachtest? What is in this in happiness, you fucks? You go away out this class! Liebe Klasse, wir machen jetzt Lesson, okay? Lesson. Listening. Listening heißt das. Lesson. Hört einfach nur, ihr müsst nicht sehen. Cool. Aufpassen, gut aufpassen. Schulzeiten. I'm Titch. School starts today. Here are the children, Flo, Bing and Titch. So, jetzt will ich eine Sache von euch wissen. Was war das dritte Wort, was die gesagt hat? Wann fing die, ab wann? Von Anfang an. Lass uns doch mal hören und mach ein anderes Wort. Ja. Du musst es davor sagen, Mann. Nein. Doch, der nein, das ist. Ich hab gesagt, ihr müsst gut aufpassen. Ich hab gesagt, ihr müsst gut aufpassen. Der näher an dem Wort dran ist, der gewinnt. Wenn jetzt der nächste ist mit dem zweiten oder mit dem vierten Wort, gewinnt er. Eine Ewigkeit später. Du hast gesagt? Ich hab today. Okay, du? Leech. Was für Leech? Was ist Leech? Nein, irgendwas Leech gesagt. Leech. Okay, du? Teach. Hallo, mit dem ersten Wort gehe ich, Digga. Hä? Geh mit dem ersten Wort hallo. Hallo. Das war das erste Wort. I'm Titch. School starts today. Was? Ich hab gewonnen! Was Leech? Nein, du hast... Nein. Ich hab das von... Ich nein. Ich hab Teach gesagt. Leech oder Teach, irgendwas. Ja, aber du hast nicht das Wort. Er hat gesagt Teach. Was heißt das? Lies mal. Ich was, hab nicht mal weitergeschrieben. Was hast du? Ich hab today. Les! Fuck, ich wollte mit Hellen eingehen. Ich wollte das cool machen. Ja. Ich, T-A-G-A-G. Muss ich ihn geben, muss ich ihn geben. T-A-G-A-G. Ich sag nicht Hallo, wie unhöflich ist das, Digga? 5 Tiere auf Englisch, aber auch schon wieder den deutschen Namen von den Tieren. Axio. Irgendwann später. Und wir fangen in der Mitte an diesmal, weil die hat noch nie angefangen. Du hast noch nie angefangen. So immer. Vertrau mir. Ja, wir machen von der Nähe. Ich mach sogar so. Ja, wir machen von der Nähe. Ich will mir was anhören. Cat, Katze. Ja. Dog, Hund. Ja. Horse, Pferd. Ja. Bird, Vogel. Ja. Und Hai habe ich Shark. Dog. Hund. Ja. Cat ist Katze. Mhm. Hier war ich mir nicht sicher. Ich sag dir ehrlich. Ich war ehrlich. Kuku. Eule. Das hab ich irgendwo mal im Film gehört, Serie. Das ist aber nicht auf Englisch. Kuckuck. Kuku ist auf Albanisch, wenn sie Kuku. Kuku. Das ist Albanisch. Volk. Hä? Das ist ein Falke. Also, warum Big Time Rush? Kennst du diesen einen? Wie hast du es geschrieben? Volk? Nicht Volk, Hawk. Hawk? Hawk! Nicht Volk! Er hat aber Volk geschrieben. Falker. Falker. Volk. Und? Piranhas. Was soll ich denn? Piranhas? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so heißt. Doch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Piranhas heißt. Wie wird es geschrieben? Piranhas. Wie du es sagst. Adel, bitte, ich will mir nicht weiter anhören. Du hast es gerade richtig gehört. Lion, Löwe, Maus. Wie kann, wie kann ich meinen zweiten Namen vergessen? Bird, Vogel. Yeah. Und dann habe ich Dog, Hund, Cat, Katze. Okay, also wir machen es nochmal ganz einfach. 3, 1, 2. Danke sehr. Bei uns wird jetzt zu Zeit. Bei uns, wir kriegen Tee bestellt. Es ist wie Kaffee geworden hier. Oh, wie lecker. Willst du probieren? Dann wirst du auch krank. Männer! Das ist so heiß. Digga, was passiert hier gerade, Digga? Alter, es ist so heiß! Wie schüttelt mir das Ganze in mein. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Kann sein, dass ich dich einfach losbeleidige. Ich kann das eben nicht mehr kontrollieren. Mach noch mein Gesicht, damit ich komplett verbrannt bin. Digga, Alter, ey, ich hab Angst, dass Harun was anderes reingemacht hat. Ich hab aber mal Wasser gebracht. Ich hab da Shampoo reingetan. Ich dachte, das sieht man nicht. Aber das hat überall gescheut. Also, wir haben gerade eine Beichte abbekommen. Hier bekommen. Hast du gehört? Ich hab mal meine Mutter Wasser gegeben und ein Shampoo reingemacht. Sie hat geschäumt, ich hab's nicht gemerkt. Eine Sache will ich noch von euch als Abschluss. Ihr seid ja jetzt Elite in Englisch. Alle. Ihr seid jetzt Elite. Er ist Elite. Ihr seid jetzt alle Elite. Elite vom Volk. Außer der. Ihr seid jetzt Elite, okay? Ich will eine kurze Geschichte auf Englisch. Kurzen Satz sagen wir mal. Okay.
Kurzgeschichte. Kurzgeschichte. Oh. Okay, los. Kurzgeschichte. Okay, 3, 2, 1. Und wenn es ist, ich bin 4 und kannst, auf... Kannst du mal eine Geschichte zu Ende schreiben? Dass ich angefangen habe. Bist du Dichter, Goethe? Schau uns die Schauen, Digga, wie der mich provoziert gerade. Wow. Fertig. Ich brauch länger. Könnt ihr ein bisschen... Machen wir mal wirklich deine Geschichte zum Ende. Ich hab grad bitte, einfach, Wallabilla, ich gebe dir ganz kurz den Deck, das habe ich auf Englisch gerade geschrieben. Das erste Mal, dass ich einen Text auf Englisch geschrieben habe. Beeil dich mal, ich höre gerade eine Katze scheißen seit 4 Minuten. Ich kann bitte mal zum Ende kommen. Aber ich hab mich noch nie so konzentriert, ne? Nächstes Mal, wenn ich irgendwie Konzentration haben will, nehme ich meinen Kater mit, der soll daneben scheißen. Das hat mich richtig befriedigt gerade. Der scheißt und ich höre wieder so diese Sandwerk macht mich. Wie so ein Dichter mitten im Wald. Warte, lass mal kurz, die inhaliert gerade diesen Tee. Warte kurz. Hä, wo ist meine Tasse? Fang an mit deiner Geschichte. Warte, ich kann nicht. Ey, gleich ist gleich ein bisschen. Ah, es ist heiß. Jesus, mach mal weiter. Hier ist das. Schnell, hol Feuerlöscher. One day. Bitte. Steht es da? Ich habe dir hingeschrieben. One day. Vortrag 1, Ola. Also wenn wir, wir machen irgendwann auch Referate hier. Jeder muss hier alleine vor der Kamera chillen und reden. What? Okay, ich schwör, ich zieh's jetzt durch. Okay, zieh's durch. Zweiter Tag. Was war dann Hai? Hai? Und es war mal ein Hai im Wasser? One day. Ey, noch einmal One Day, ne? Ich höre seit einer Stunde One Day. Was ist an diesem Day? Was passiert an dem One Day? Dritter Tag. There was a little boy. His name was Klaus Michelsen. He was a bastard. Was hat die Klaus getan, Horst? Nein, nicht die Beleidigung, er war ein Bastard. Also ist das eine Beleidigung? Aber Bastard war echt keine Beleidigung. Ey, du dummer. Nein, ey, du kleine Pisser. Das war keine Beleidigung, du bist nur ein Pisser. Das ist eigentlich auch keine Beleidigung, weil du pisst ja. Deswegen ist es dein Spitzname. Vierter Tag. This story is from the year. Wie nennt man das? Wie sagt man das? Ah, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. 1000 nach Christus. 1000 years after Christus. After Christ. Christus. Auf jeden Fall One Day. Hey, nein, ich will dieses One Day nicht. Nein, nochmal. Nochmal, aber ich. Nochmal! Nein! Hey, ruf mich, wenn ich fertig bin. Ich schaff alles. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. He had 3 brothers and 1 sister. Their names was Finn, Elijah, Cole and Rebecca. His mom was a witch. Hexe. One day. One day. Their mom transformed them to vampires. But, was ist für eine Mutter? But, ja. Hey, Digga. But one day. But just. Klaus Michelsen, he was the only one who was a werewolf and a vampire in the same time. Jetzt haben wir bei Diaries geschaut. Nein, wallah nein. Auf jeden Fall, his dad hated him because he was a bastard. He's not his son. Hey, hallo. Also, ey, genug. Deine Geschichte ist super, tipptopp. One day! Hello, my name is Adel. And I play football. When a player take the ball, I smash him in his face. I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. One day! Oha, Junge. Digga. Das ist aber... Ich kann das nicht mehr. Der nächste Engländer, den ich sehe. What's up? One day! Also ich werde ihn auseinandernehmen. Hello, what's up? I'm Adam. I'm 1 to 3 old. Yes, old. Also 22. And I go to the middle school of Britain's Erlang City. Only I love bits and go-karts. What's up? Ich bin Gangster. And I love my life.
of this way in... in this time! Ich dachte, ich glaube, ich glaub, schon. Ja, kennt ihr die Leute? One day... I go to my friends over and only oh, wow, so to the Supermarkt of Erlangen City. Okay. And I drink two Red Bull and I speak from the wrong times to the school. Sorry, die Geschichte nimmt mich mit. Scheiße. And my friend. Das Ding ist, da steht gar nicht so viel. Der zweite. Jo, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da, wenn ihr mehr von so bestimmten Stunden sehen wollt. Ihr beide. Unentschieden. Oh, ja. Stark. Wenn ihr mehr von solchen Folgen sehen wollt, dann lasst ein Like da und kommentiert. Oh, und ja, Freunde. Scheiße. Freunde, Alter ist nicht mal dabei wegen Dings. Ciao. Wie